aufgeweckt, voller Lebensfreude und eine echte Allrounderin. Diese Eigenschaften beschreiben Athena Grandis von den Wasserfreundinnen Spandau 04 bestens. Schließlich lebt sie wortwörtlich für Wasserball. Das ist meine große Leidenschaft. Ich liebe diesen Sport. Ich liebe ins Wasser zu gehen, mit der Mannschaft zu kämpfen. Ich liebe das Teamgefühl. Auch ein Umzug nach Deutschland konnte die Schweizer Nationalspielerin nicht davon abhalten, ihrem Hobby weiter nachzugehen. Vor 4 Jahren startete sie bei den Wasserfreundinnen durch und spielte sich in den Fokus. Zudem kann sie schon mit dem Hauptstadtclub viele Erfolge für sich verbuchen. Deutsche Meisterin, DSV-Pokalsiegerin und Supercup-Siegerin. Sie übernimmt auch eine große Rolle im Team, weil sie einfach viele Anweisungen auch den Jüngeren gibt und einfach einen guten Spielüberblick hat. Jedes Mal aufs Neue stellt Grandis diese Stärken eindrucksvoll unter Beweis. So auch im Spiel gegen den Schwimmsportverein Essling. Denn die Spandauerinnen mit den weißen Kappen legen einen furiosen Start hin. Dabei gehen die ersten Tore allesamt auf das Konto der Schwestern Gesa und ihrer Deike. Aber auch vor Athena Grandis müssen sich die Gegnerinnen stark in Acht nehmen. Sie entscheidet jede Spielsituation für sich und dient Vosseberg und Co. oft als Assist. Perfektioniert wird das durch ihren Treffer zum Halbzeitstand von 14:2. Ich war ein bisschen überfordert, weil Spanner auch sehr, sehr gut spielt und sehr, sehr schnell spielt. Und das hat uns ein bisschen überfordert, glaube ich. Athenas Mannschaft hält das Niveau auch im zweiten Durchgang hoch und kann die Führung mit den spielstarken Frontfrauen ausbauen. Die jungen Nachwuchstalente des SSV Essling zeigen sich sichtbar beeindruckt, produzieren viele technische Fehler und kommen im Angriff nicht in den Rhythmus. Gerade diese Gelegenheiten nutzen die Wasserfreundinnen gnadenlos aus und erzielen Tor um Tor. Am Ende gewinnt der Hauptstadtclub eindeutig mit 27:8. Was uns dann aber auch ermöglicht hat, mehr in den Konter zu gehen, weil das einfach dieser Verteidigungsspiel hergibt. Am kommenden Wochenende gilt es für die aufgeweckte Allrounderin Athena Grandis wieder Gast zu geben. Denn mit ihrem Team trifft sie im Spitzenspiel auf den Tabellenzweiten SV Blau-Weiß Bochum.